Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Immer noch sommerliche Temperaturen, der Regen kommt einfach nie. Ja, also wir hatten schön Regen, zwei Tage, wirklich wunderbar. Die ganze Landschaft hat aufgeschnuffert. Jetzt haben sie das Feuerverbot wieder aufgehoben. Und jetzt haben wir halt wunderbare Herbsttage, ein wie der andere. Das ist ja wirklich schön, dankbar. Ich habe festgestellt in Ihrem Garten, Sie haben sogar noch eigene Reben. Ja. Ein paar sogar Reben, ist ein bisschen viel gesagt, aber ein paar Stück und ein Spalier. Trauben, süß, wunderbar. Also da kommen alle die Weinregionen im Süden überall an. Also da wird ein guter Monat. Ja, da wird ein ganz guter Monat. Wenn nichts mehr passiert zu der Ernte, werden ihr sehen, gibt das ein super Wein da. Der läuft noch am rechten Seeufer. Aber es ist alles etwa einen Monat früher. Ich meine, dass wir Trauben nehmen Ende August, das ist absolut abnormal. Sonst ist es Ende September, Anfang Oktober. Gehen wir noch auf Politik. Sie haben schon ein paar Mal angetönt in den letzten Wochen, dass der berühmte Rahmenvertrag vor dem Bundesrat diskutiert wird. Er ist am Mittwoch nicht diskutiert worden. Avalita, sind Ihre prophetischen Fähigkeiten nicht mehr so stark? Nein, es hat fachtandiert. Oder haben Sie Angst? Ein kompliziertes Geschäft wahrscheinlich. Sagen, ja, wir müssen noch mal eine Woche Bedenkzeit haben. Oder? Gut, aber die EU wartet ja, oder? Ja, die können ja warten lassen. Dann sind sie stark, wenn der andere wartet. Ja, warten lassen. Also, etwas Rechts kann es sowieso nicht geben in diesem Zeitplan. So viele schwerwiegende Probleme, die hier haben, wo wir in der Schweiz heute den Nachteil liegen, wo man gar noch nicht weiss, wie man es machen will. Und alle die roten Linien, die sind alle gekillt. Man hat gesagt, ja, da gibt es eine rote Linie. Also, es müssen die Schutzmaßnahmen für die Löhne, die flankierenden Maßnahmen, für 8 Tage geregelt, die muss fix sein, da gibt es nichts zu wollen. Dann die EU-Bürgerrichtlinie, wo die ganz sozial Folgerechte dranhängen, das wird nicht übernommen, haben die Freisinnigen gesagt. Und das andere haben die Sozialdemokraten gesagt. Der Bundesrat hat es übernommen. Da werden wir nichts machen. Das ist alles Makulatur. Die EU sagt, das müsst ihr übernehmen. Etwas anderes gibt es nicht. Sie haben nicht den Mut, endlich der EU zu sagen, hört, wir schliessen schon einen Rahmenvertrag ab. Aber kein Rahmenvertrag, der uns institutionell bindet. Das heisst, wo wir die Rechtsetzungsbefugnis, die das Land hat, für sein Land, euch abtreten, dass ihr sagt, wie es muss sein in der Schweiz, ohne dass wir überhaupt noch können, etwas dagegen sagen oder machen. Und zweitens, wenn wir Streit haben, dann wollen wir nicht, dass der Europäische Gerichtshof das letzte Wort hat. Wir wollen kein Freundesrecht und kein Freundesrichter. Und man weiß genau, wenn wir das machen, schlittet wir in die Europäische Union hier. Und den Mut haben sie nicht gehabt und haben sie auch jetzt nicht. Wenn sie das würden sagen, wäre nämlich die Sache ganz einfach. Aber irgendwann muss ja der Bundesrat mal über das reden, oder? Ja, er hofft können, darüber jetzt zu wursteln. Und dann dem Bund zu sagen, ja, wir haben uns da und da geeinigt. Das ist ganz wichtig. Sie sagen ja immer, das sei wichtig für die bilateralen Verträge. Dabei ist das der Tod der bilateralen Verträge. Denn ein bilateraler Vertrag, das ist ein zweiseitiger. Da ist einer da und einer da auf gleicher Augenhöhe und diskutieren. Beispiel, der Mieter, der Vermieter. Der Mieter sagt, ich will das. Der Vermieter sagt, ich will das, ich gebe dir das. Und dann schneidet es den Vertrag ab. Aber jetzt haben wir das auch mit der Europäischen Union. Den Transportvertrag haben wir gemacht, da sagt die Schweiz, das können wir dir geben. Die EU sagt, das können wir dir geben. Dann sagt die Schweiz, gut, aber so viel musst du zahlen. Das ist das zum Durchfahren. Die EU sagt, gut. Aber wenn man den Vertrag macht, den Rahmenvertrag, so wie er jetzt vorgesehen ist, dass wir das Recht übernehmen, Gesetze übernehmen von der Europäischen Union in der Schweiz, ohne dass wir etwas zu sagen haben, dann befiehlt einer. Dann gibt es keinen zweiseitigen Vertrag mehr. Das ist ein Diktat von einem alleine. Das ist wie ein Diktator. Im Grunde genommen ist es natürlich wieder ein Kolonialvertrag.
eine Kolonie, wie man es früher noch gehört, da sagt einer einem anderen Land, was muss machen, und die müssen folgen. Und diesen Widerspruch versuchen alle zu wurschteln, weil sie natürlich ursprünglich ja gesagt haben, weil sie alle Richtung EU wollen. Und heute merken sie, dass das Schweizer Volk nicht mehr in die EU will. In der Basler Zeitung, die immer noch reingehört, war ja am Mittwoch eine interessante Umfrage, dass die Schweizer eigentlich mehrheitlich für den Rahmenvertrag sind. Ja. Aber? Ja, sie haben gefragt, sind sie auch für einen Rahmenvertrag? Da wundere ich mich, dass sie 100% dafür sind. Das ich hätte gesehen. Ja, 80%. 80%. Ja, das ist ja klar. Wieso sollen wir nicht einen Rahmenvertrag machen? Und dann haben sie gefragt, aber sind sie denn dafür, dass die alle Folgenentwicklungen von diesen Gesetzen, die Binnenmeer betreffen, dass die EU bestimmt und wir sie übernehmen? Weitaus Mehrheit. Nein, das wollen wir nicht. Sind sie dafür, dass der Europäische Gerichtshof den entscheidet? Nein, das wollen wir nicht. Sind sie dafür, dass man die 1,5 Milliarden Kohäsionsbeitrag zahlt? Sind 75% dagegen. Und in diesem Vertrag, wenn die EU, dass man sagt, ihr müsst von jetzt an immer Kohäsionsbeiträge zahlen, also auch in Zukunft. Das letzte Mal haben sie gesagt, ja, das ist einmalig, das ist, um die Oststaaten hier zu integrieren. Sie sind nämlich auch unter einem Osthilfegesetz, also Entwicklungshilfe an Polen und so weiter gegangen. Jetzt auch wieder, jetzt haben sie gemerkt, dass Polen läuft wirtschaftlich wie verrückt. Auch Ungarn, die brauchen doch keine Hilfe. Jetzt sagen sie, ja, dann gehen wir etwas in den Süden und so weiter. Also das Volk aus dieser Umfrage, wobei das ist auch eine Umfrage, man muss aufpassen, aber der kommt klar davon, so einem Vertrag hat vor dem Volk keine Chance. Also Rahmenvertrag ist nicht diskutiert worden. Dafür hat der Bundesrat am Mittwoch gleich noch etwas Interessantes gemacht, Postfinanz. Es ist ja Postfinanz, das ist ein Staatsbetrieb, kann plötzlich agieren wie eine normale Bank. Ja, das ist... Die freie Wirtschaft, oder? Ja, das ist ein Eingriff in die freie Wirtschaft. Man kann natürlich sagen, das Postcheckkonto war auch ein Eingriff gewesen, aber also das Postcheckkonto ist ein kleiner Eingriff. Und das hätte eigentlich auch nur die Post damals mal machen können. Das ist nicht so schlimm. Aber jetzt wird das zu einer Bank. Ich habe das schon im Bundesrat bekämpft. Da hat man beschlossen, dass sie das nicht können werden. Warum? Also erstens ist es ein Eingriff, Staatsbetrieb im privaten Bereich. Da werden wir einfach unglaublich, und zwar ohne Verfassungsänderung, einfach machen wir das so. Aber da müssen wir eigentlich eine Verfassungsänderung machen. Ja, das ist ja klar. Wir haben ja Handels- und Gewerbefreiheit haben wir in der Schweiz. Und das heisst, der Staat hat sich dort rauszulassen. Außer man tut es ändern. Und dann wird es aber verfassungsmäßig geändert werden. Zweitens, die meinen immer, eine Bank sei eine Goldgrube. Wer eine Bank hat, der wird auf jeden Fall reich. Das sind sonnige Risiken. Das Hypothekargeschäft muss einer können, die Liegenschaften können einschätzen. Zweitens, Darlehen geben. Wenn wir Darlehen geben, müssen sie den Schuldner beurteilen. Ist das gut? Für was wird das Geld? Und so weiter. Und da sind so viele Banken schon eingefallen. Schauen Sie mal die Bankengeschichten an. Das ist nicht eine reine Erfolgsgeschichte, das ist auch eine Erfolgsgeschichte. Gut, man glaubt natürlich, die Schweizer sind das Volk von Banken, oder? Das ist ja das Klischee, oder? Ja. Wer das glaubt? Der Bundesrat, ja. Ja, eben. Der sollte das Volk besser kennen. Also ich kenne das Volk auch. Das Volk sind alles andere als das Volk von Banken. Und Banker können sie auch nicht. Weil das ist so ein Risiko. Aber was passiert denn jetzt, wenn jetzt die Postfinanz nicht würde funktionieren? Wenn jetzt die Pleite ginge? Ja, der zahlt Post und wer zahlt es hinten dran? Der Steuerzahler. Ja. Der Steuerzahler zahlt das. Und ich kann nicht einsehen, warum die eine Bank sein müssen. Wir haben ja genug Banken in der Schweiz. Wenn wir jetzt keine Bank hätten und man sagt, man kommt ja nie jetzt mehr Hypothek über, oder? Nein. Und jetzt kommt das Lustige. Wir haben ja Kantonalbanken. Die hat man hier gegründet, weil man wirklich ein Kreditversorgungsproblem hatte. Und die haben eine Staatsgarantie, oder? Die werden zum Beispiel von der EU mit dem Rahmenvertrag verboten. Das dürfen wir nicht machen.
Aber dann, im gleichen Zeitpunkt, machen wir noch Postfinanz, wo ja erst recht ein Staatsbetrieb ist. Da sieht man doch, wie es nicht stimmt. Oder? Ist die Postfinanz, wer denn, einfach zum Vorstellen, wer wie normale UBS oder normale Credit Suisse? Ja, wenn sie es genau jetzt organisieren. Aber es wäre eine Bank, oder? Sie können also sie können Darlehen geben, sie können Kredit geben, sie können Hypotheken geben, sie wollen vor allem in das Gebiet. Und wie weit das sie die Erlaubnis geben, also Kapitalanlagen machen und so, das weiß ich nicht, aber sie müssen ja auch Kapitalanlagen machen. Haben sie schon bisher gemacht mit dem Postcheckkonto. Sie müssen die Gelder für einen Moment nehmen, zahlen, als Festgeld oder als irgendetwas. Und das ist auch ein Risiko. Aber das ist nicht ein grosses Risiko. Oder? Aber gleich nochmal, was ist denn die politische Motivation, dass man aus dieser Postfinanz plötzlich eine Bank macht? Wer hat denn noch Interesse? Also Banken sicher nicht, dass sie einen weiteren Konkurrenten haben. Nein, oder? Post. Das ist ja klar, die wollen sich alle ausdehnen in mehr Gebiet. Wir haben das Gleiche bei der SUVA, bei der Unfallversicherung, wo eine staatliche Versicherung ist. Wir haben ganze Branchen, die müssen in der SUVA versichert sein. Die können nicht an einem anderen Ort. Das ist die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt. Ist das, oder? Und das ist ein Staatsbetrieb. Und jetzt gehen die Berufe immer mehr zurück, weil die gefährlichen Berufe... Gibt es weniger, ja. Gibt es weniger, oder? Mit der sogenannten Digitalisierung, also mit der Automatisierung, gibt es weniger von diesen Berufen. Was macht die Versicherung? Sagen, ja, dann ist gut, es werden wir kleiner, brauchen wir nicht mehr. Er hat gesagt, jetzt gehen wir auch in andere Gebiete, oder? Jetzt tun wir uns ausdehnen. Und ja, wir waren im Bundesrat, wo die links ist, die Diskussion. Und da war verantwortlich für Zufall der freisinnige Guschmann, oder? Nein, wir müssen doch jetzt schauen, dass wir die können erhalten. Da hört es nicht mehr auf. Ist im Wohnungsbau auch so. Der Bund hat einmal eine Abteilung gemacht, Bau von Wohnungen, weil es dort zu wenig Wohnungen gegeben hat. Die Nerven verloren. Die besteht, die haben sie immer. Haben einen Haufen Geld verloren. Das sind natürlich auch subventionierte Wohnungen natürlich. Und sind eigentlich für günstige Wohnungen gemacht, oder? Und sie sagen, sie machen es auch. Mit dem baut aber niemand mehr billige Wohnungen. Weil gegen den Bund kannst du ja nie günstige Wohnungen bauen. Weil der ist ja immer günstiger, wenn er mit Steuergeldern subventioniert. Da muss man ganz streng sein, was überlässt man der Privatwirtschaft. Und die freie Marktwirtschaft reguliert besser als der Staat. Da haben wir wieder einen Sündenbock da. Also, aber der kommt jetzt, oder? Ja, ich weiß es nicht, aber es ist zu befürchten, ja. Weil nicht, ob das Parlament Widerstand macht. Ich glaube es nicht. Denkt ja heute niemand mehr grundsätzlich. Das wird sich dann rächen und dann wird man wieder alles kehren. Also, haben wir das Thema. Letzte Sendung haben wir gesagt, wir wagen den Sprung über Grenzen. Ich hatte Telefon von Zeitungen, die gesagt haben, könnt ihr jetzt auf Deutschland, auf Chemnitz, Tele Blocher machen? Nein, machen wir nicht. Also thematisch gehen wir. Thematisch gehen wir von Herliberg, den wir die Welt anschauen. Ja, genau. Genau. Ja, Grenze ist ja nöch. Grenze ist ja nöch. Aber die ganze Chemnitz-Geschichte, als Politiker, der ja sehr mit dieser Problematik vertraut ist, wie haben Sie das erlebt? Ja, ich habe es erlebt, aus den Berichterstattungen. Aber wenn man ein bisschen politische Erfahrung hat, die ich ja habe, merkt man auch, was da abläuft. Also Chemnitz kenne ich gut. Das war früher eine Karl-Marx-Stadt. Und wo in der Wende im 89 aufgegangen ist, habe ich eine kleine Firma gekauft in Karl-Marx-Stadt. Weil die haben gute Leute dort und großes wirtschaftliches Elend war. Und wir konnten das brauchen im Osten, eine Firma, die Ingenieurarbeit macht, wie wir dort Fabriken gebaut haben oder haben wollen bauen und nachher auch gebaut haben. Also die blühenden Landschaften, ne? Ja. Die blühenden Landschaften vom Helmut Kohl ist das gewesen, ja? Ja, genau. Und also ist keine sympathische Stadt gewesen. Und in dieser Stadt hat es ein Denkmal von dem Karl Marx. Ja, das überdimensioniert, ja. Unglaublich, also mit dem Kopf fast wie eine Einfamilie aus. Also gut, das ist ein Stier dahin. Ja, enorm. Und dann haben sie ja abgestimmt.
in dieser Stadt, ob man die alten Namen wieder übernehmen will, nämlich Chemnitz, das ist der alte Name. Und Chemnitz war eine bedeutende Industriestadt, Karl-Marx-Stadt auch noch, aber natürlich eine Industriestadt vom kommunistischen DDR. Das waren ja alles Firmen, die nichts mehr wert waren, die nicht mehr funktioniert haben und verbürokratisiert und so weiter. Und, aber ich habe viel hier mit den Leuten geredet, wie es eigentlich so war in der DDR, oder? Und da hat man natürlich gehört, das ist für die Leute furchtbar. Und sie sind wahnsinnig glücklich gewesen, dass es aufgebrochen hat, aufgebrochen wird. Und sie haben gesagt, jetzt werden wir frei im Westen. Und sie hatten natürlich den freien Westen im Auge gehabt. Sie haben gemeint, es wird über Nacht alles wie in der Bundesrepublik, in Westdeutschland, ja, ja. Oder? Also, die haben nicht gemerkt, dass die vom Krieg weg bis dorthin investiert haben, Marshallplan kennt und so weiter und eine freie Wirtschaft haben. Und das geht nicht über Nacht. Ich habe das denen auch gesagt, das braucht Zeit, das können wir nicht so schnell machen. Dann hat man dann ja die gleiche Währung gegeben, sofort die D-Mark gegeben, was ich einen Fehler gefunden habe. Jetzt sollen denen noch eine andere Währung lassen, damit sie hätten können konkurrenzfähig werden. Und dann haben sie müssen unten durch, ist ja klar. Und dann sind die Westdeutschen gekommen, da, die den Ton angegeben. Dann hat dann das Spannungen gegeben. Und jetzt, sie leben also in einer relativen Armut. Also es geht natürlich schon viel besser, aber in einer relativen Armut. Und jetzt, das Gefühl von denen ist, wir werden von der Westdeutschen oder jetzt von der deutschen Regierung im Stich gelassen. Für uns interessiert sich niemand. Ist klar, das ist... Trotz der ostdeutschen Kanzlerin, ja, oder? Ja, ja, natürlich, aber die grossen Gebiete, die blühen und so, sind natürlich nicht dort. Da sind westdeutsche Firmen gekommen. Wir zum Beispiel in der Schweiz haben die Firmen gekauft dort, oder? Sind das nicht sie selber gewesen? Sind aber froh gewesen, dass sie jemand betrieben hat. Und jetzt sagen sie, wir sind quasi besetzt, also wir haben die Firma nicht mehr. Wir haben sie nachher nicht mehr gebraucht, weil das war dann nicht mehr wichtig für uns. Aber die Firma besteht noch, aber sie gehört heute mit einer westdeutschen Firma. Und die sind benachteiligt. Und jetzt kommt das Ausländerproblem, oder? Und sie sagen, ist jetzt gleich, ob es stimmt oder nicht. Sie fühlen es so. Für die haben sie alles. Für die haben sie Geld, für uns haben sie kein Geld. Und das stimmt auch, oder? Und die sehen das vor einem eigenen Haus raus. Und dann hat es natürlich unter den Ausländern auch Freche. Es sind ja nicht nur alles ganz brave. Die Deutschen hat es auch Freche. Überall hat es auch Freche, oder? Und dann schaukelt sich das auf. Und dann am letzten Sonntag ist also ein Deutscher, mit Migrationshintergrund, aber spielt doch keine Rolle, von zwei abgestochen worden und noch zwei andere auch, aber einer ist tot und die anderen sind verletzt. Und jetzt kommt die Reaktion von den Ostdeutschen, wie bei uns, von den Deutschen. Man sagt, sie sind abgestochen worden durch zwei, man sagt nicht wer. Wenn sie nicht sagen wer, können sie sicher sein, sind zwei Ausländer. Sonst würde ich sofort sagen, zwei Deutsche, bei uns zwei Schweizer, dann weisst du immer. Wenn sie nichts sagen, sind sie Ausländer. Also ja, ja. In Zürich ist genau das Gleiche. Und dann haben sie gesagt, aber wir wissen, wer die Täter sind. Dann haben die Leute gesagt, dann wissen sie auch, wer es ist. Dann können sie es ja sagen. Nichts gesagt. Dann weisst du nochmal, dann merken sie, wir werden angeschaut. Wir werden im Dreck herumgeführt. Dann hat die Staatsanwalt gesagt, also jetzt können wir es nicht mehr verhindern. Ist ein Iraker und glaube in Afghanistan, da bin ich mir sicher. Und dann, aha, jetzt haben wir es wieder. Und jetzt, was passiert? Jetzt müsste doch von der Regierung Erklärungen kommen. Das ist ja furchtbar, dass da Leute niedergestochen werden und so weiter. Aber nichts von dem, sondern von denen, die sich aufgeregt haben. Und was sagt man denen? Das sind Nazis. Das sind Nazis. Und
da sind natürlich Tausende von Leuten, die sind alles andere als Nazi. Die sind einfach Bürger, die sich entsetzen und auf die Straße gehen und auch friedlich auf die Straße sind. Anscheinend hat es da drin. Es hat natürlich ein paar gehabt mit dem Hitlergruß. Ja, haben den Hitlergruß gemacht. Was ja, ich, oder? Das ist ja in einem Volk, wo vor 50, 60 Jahren 70% Nazi sind, hat sicher auch witzig noch ein paar Nazi. Und ein Junge, der provozieren macht, am Ende einen Hitlergruß, oder? Ist auch wieder klar. Aber das waren zwei, drei. Die in Chemnitz sagen, wir haben Fotos gesehen von denen. Die kommen gar nicht von Chemnitz, die kennt ja gar niemand. Kann ja sein. Aber in allen Berichterstattungen, jetzt kommen die Medien, in allen Berichterstattungen ist gesagt worden, da sind rechtsextreme Demonstrationen, Leute mit Hitlergruß, oder? Mit drei Söhnen in Exe sind, die das gemacht haben. Nehmen wir an, das ist eine Stimme. Es kann ja auch noch sein, dass man die dediert hat, um es zu machen. Weil die Parteien, und das tut mich jetzt so, erinnern natürlich auch an Vorgänge in der Schweiz in den 90er Jahren, die haben jetzt Angst um das Wählergunst. Oder? Ja, Bayern sind ja Wahlen, ja. Ja, ja. CDU, CSU und die SP. Und jetzt sagen sie, das sind alles Nazi. Machen noch ein Konzert, sagen wir, haben 65.000 angebracht mit so linken von Bands, die da kommen. Gratis, oder? Wenn die Konzert machen und 100 Steine eintritt, kommen 100.000. Da sind jetzt also 62.000 gekommen. Sie können gratis gehen. Und dort ist die Regierung dabei. Da gibt es noch mal einen Schub auf die andere Seite. Die nehmen die Bürgerinnen und Bürger nicht ernst. Und wenn man hört, mit denen reden wir nicht. Wir reden doch mit anderen. Also ich rede in der Schweiz mit anderen. Ich rede auch mit Linksextremen. Habe ich keine Hemmungen. Sind ja Menschen. Ich rede mit Rechtsextremen. Sind auch Menschen. Ich rede auch mit Normalen. Ich rede auch mit viele so Schwarze, die rufen Grütze am Locher und so weiter. Ich rede doch mit denen. Die sind einfach noch nicht Demokraten. Also die Deutschen? Ja, die Deutschen sind noch nicht Demokraten. Wenn man sagt, mit so einer redet man nicht. Und die meinen, die können die niederhalten, indem sie verunglimpfen. Die AfD, die leiden zu. Weil die merken doch die Leute. Die verunglimpfen, die haben eine andere Meinung. Und die sind gegen die Missstände im Ausländer, Asylrecht, freie Zuwanderung und so weiter. Und sehen da Probleme der EU. Und sind sehr für die Demokratie. Und das ist die Situation. Haben wir auch in den 90er Jahren. Da haben sie versucht, die SVP immer zu sagen, wir sind rechtsextrem und derig blöde Zeug, oder? Also, sind wir gespannt, wie es weitergeht. In Chemnitz, da war also eine Sendung, muss man sagen, aus Herleberg und nicht aus Ostdeutschland. Nein, ich war also nicht da gewesen, aber ich habe viel gehört und auch vieles direkt gehört. Genau, der Köppel ist da gewesen. Jawohl. Ja, nicht mehr wunderbar. Was er alles sieht, aber das kann man in der Weltwoche lesen. Genau. Das war Teli Blocher. Wir sehen uns in der nächsten Woche gleicher Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Vorherbst oder Sportsommer. Also bis dann, freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.